Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer in Berlin und heute ist zweiter Weihnachtstag. Also muss man ja irgendwie ein bisschen nett sein oder so. Ich habe beschlossen, heute ist Bill mein Freund. Wieso ist Bill mein Freund? Von welchem Bill rede ich überhaupt? Bill Gates? Nun ja, so gleich nach dem Aufstehen habe ich noch ein bisschen über ihn gelesen und seinen Werdegang und über seine Eltern und seinen Großvater und naja, ist halt einfach nur ein Menschlein wie wir auch, ne? Also, und Bill Gates hat ja nun wirklich auch ein Problem, ne? Deswegen muss man ihn ganz besonders lieb haben, weil wenn man sein Leben über so viel Geld gemacht hat wie er und dann so, wenn man dann so 50, 60 wird, irgendwie feststellt, Mann, was macht er mit all diesem Geld? Also eigentlich könnte man ja bei einer Milliarde einen Deckel drauf tun und sagen, also mehr als eine Milliarde braucht man eigentlich nicht. Davon kann man sich schon alle Wünsche dieser Welt erfüllen, inklusive großer Yachten, großer Häuser und weiß der Teufel was nicht alles, täglichen Drogen und was man sonst noch so braucht, wäre alles drin von der Milliarde. Ne? Eigentlich könnte er das ganze Geld doch einfach nehmen und das verschenken hier. Paff, habt es. Aber er möchte es halt kontrolliert verschenken. Ne? Verschenken? Nein, das wäre überinterpretiert, weil das, was er aktuell tut, nämlich die Menschheit vor bösen Viren zu bewahren, indem man sie impft, das kann man natürlich auch so tun, indem man vorher in die Firmen investiert, wie CureVac oder andere Firmen, die, oder meinetwegen auch Pfizer oder ja, ihnen wird da einige einfallen. Es gibt ja viele Impfmittelhersteller. Wenn man dann Aktien von denen hat und das klappt dann tatsächlich mit dieser guten Aktionen. Alle werden auf Dauer gesund bleiben, weil sie jährlich oder halbjährlich oder monatlich geimpft werden. Dann ist doch der Geldfluss schon mal sichergestellt, aus dem man dann zukünftige Impfungen ableiten kann. Das ist so zu sagen quasi fast ein Perpetuum mobile. Ja? Also man tut Gutes und weil man Gutes tut, kommt das Gute wieder zurück und dieses Gute kann man dann wieder investieren in weitere gute Sachen. Also, so eine tolle Idee. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Satire ist, was ich jetzt hier erzähle. Sie glauben mir das nicht, dass ich jetzt Bill toll finde. Okay, müssen wir auch nicht. Heute ist Weihnachten. Ja? Also heute ist Bill mein Freund, weil er alles richtig macht und gut macht und dafür sorgt, dass wir alle gesund sein werden, auf Dauer. Also, dass Bill verdächtigt wird, der geheimen Weltregierung anzugehören, wissen Sie ja vielleicht, ne? Aber das sind ja alles nur Verschwörungstheorien. Oder dem Deep State oder, naja, also, ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, über diese Geschichte von dieser geheimen Weltregierung und dem Deep State und so weiter und so fort. Und da habe ich das so dargestellt, dass es für jedermann verständlich ist. Ja, also es ist schon klar, dass es Menschen gibt, die mehr Einfluss haben und mehr Geld haben als jeder andere und die damit dann auch, wie Bill zum Beispiel, einfach in die Tagesschau kommen. Und dann mal eben fast 10 Minuten lang erzählen können, was sie denn alles für toll halten und gut und was man unbedingt machen muss und wie sich die Welt denn weiterentwickelt. Und tja, und Bill gehört ja auch zu dem gleichen Club, der diese CO2-Geschichte glaubt, dass man dringend minimieren müsste und so. Ne? Und ich gehöre zu denjenigen, die die Treibhausgase studiert haben sozusagen. Also ich habe mich gleich drauf gestürzt, als das losging und wollte die Treibhausgase minimieren. Und das, was einem ganz schnell ins Auge springt, was aber niemand so klar und deutlich sagt, ist,
dass es eine 1:1 Korrelation gibt zwischen der Anzahl der Menschen auf der Welt und dem Ausstoß von Treibhausgasen. Es ist ja nicht nur unser eigener Atem, den wir ausstoßen, oder ja, es ist alles, was dranhängt an so einem Menschen. In dem Moment, wo sie auf die Welt kommen, brauchen sie irgendwie eine Behausung. Die muss man vielleicht heizen, müssen wir es essen, und diese ganzen Produktionen, die da hinten dranhängen, die treiben halt dann auch die Treibhausgase in die Höhe von der Menge. Ja, und gut. Und weil Bill Gates das natürlich weiß, deswegen hat er auch schon immer seinem Vater ganz genau zugehört. Der war ja Eugeniker. Und das sind ja Leute, die also so das Bevölkerungswachstum planen. Also mal positiv ausgedrückt. Ob das Bevölkerungswachstum jetzt nach oben geht oder nach unten geht, das kann man ja sich dann entsprechend wünschen. So, als ich die Plakate aufbereitet hatte mit dem Wachstum der Menschheit über die letzten paar hundert Jahre oder paar tausend Jahre, da fiel mir doch ganz deutlich auf, dass diese Wachstumskurve, die wir beschritten haben, seit Anfang des letzten Jahrhunderts natürlich dramatisch ist. Ne? Gerade wenn man sich das im längeren Maßstab mal darstellt. Wenn man nur die letzten 100 Jahre anguckt, dann kann man ja immer sagen, na okay, das ist halt so, die Bevölkerung steigt immer, aber sie war halt also davor Jahrtausende auch mal ein bisschen weniger dramatisch angestiegen, und zwischendurch kamen dann so Katastrophen wie die Pestkatastrophe, und die hat dann auch eben mal wieder ein Drittel dahin gerafft. Und tja, sowas kann man sich natürlich auch wünschen, aber das ist Weihnachten, ne? Also heute wünscht man sich sowas garantiert nicht, und Bill ist ja Philanthrop, der wünscht sich sowas bestimmt auch überhaupt nicht, ne? Auch wenn man so an der einen oder anderen Stelle da was anderes liest, wenn man danach recherchiert. Aber Tatsache ist doch, wenn die Rockefellers zum Beispiel, ne, so, und diese Foundation ins gleiche Horn blasen und dann so eine Zielvorgabe machen von, sagen wir mal, maximal 500 Millionen Menschen auf der Welt. Ich weiß gar nicht, ob die das gemacht haben, aber das sind so Gerüchte, die so um die Welt kreisen und die von Verschwörungstheoretikern verbreitet werden. Dann wäre das doch gar nicht so unvernünftig. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, 1000 Milliarden besitzen würde, ja, und mir überlegen würde, wie schaffe ich jetzt eine Welt, die jetzt lebenswert ist für uns alle auf Dauer, für unsere Nachkommen und so weiter, dann käme ich doch irgendwie schon zu dem Schluss, dass das Bevölkerungswachstum kontrolliert werden muss. Und wenn jetzt die Verschwörungstheoretiker diesen Milliardären, diesen Philanthropen, wie sie sich heute nennen, die tun ja alles nur Gutes, ne? Also wie mein Freund Bill Gates, der heute mein Freund ist, tja, jetzt bin ich eigentlich auch schon so ziemlich am Ende angekommen, ne? Also wünschen wir uns mal, dass die wirklich was Gutes tun mit ihrem Geld. Also ich finde ja, man sollte einfach so ab einer Milliarde das Vermögen einfach kappen. Das wird alles eingesackt, kommt alles in die Staatskasse, ne? So. Ist das sozialistisch? Nein, ist es nicht. Also, wenn Sie sich dumm und dusselig verdienen wollen, können Sie das mit so einer Prämisse immer noch tun. Weil 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, das liegt alles dazwischen. Das sind alles anzustrebende Stufen dann für den zukünftigen Milliardär. Und wenn er die Milliardenglocke dann schlägt, dann sagt er, boah, ich hab's geschafft in der kapitalistischen Welt, ich bin Milliardär. Ja, das war jetzt ein typischer Bormannscher Ausreißer, ne? Aber machen Sie es besser. Drehen Sie selbst ein Video. Stellen Sie es anders dar. Heute ist Bill Gates mein Freund, weil er sich Gedanken macht, wie er seine 100 Milliarden oder sind es vielleicht schon 200 Milliarden und das Volk bringt. Sinnvoll. Sodass wir alle in Zukunft ein gesundes,
friedvolles, schönes Leben führen können. Helfen wir ihm dabei. Machen wir ein paar Vorschläge. Ihm wird bestimmt was einfallen. Was soll Bill Gates mit seinem Geld tun, damit es uns allen in Zukunft besser geht?